Hallo zusammen, wir machen heute Yarlama, ein sehr, sehr beliebtes türkisches Rezept, allerdings für faule und auf die schnellere Art, weil wir machen unser Lavaş bzw. Tortilla-Brot heute nicht selber, sondern nehmen fertiges. Und das Coole ist, da könnt ihr komplett variieren. Ihr könnt es in der Proteinvariante kaufen, Dinkel oder ganz normal Weizen. Und wir schichten das Ganze mit einer leckeren Hackfleischfüllung. Wie gesagt, alles auf die türkische Art. Und jetzt fange ich erstmal an, mein Gemüse zu schnibbeln und ich schreibe euch alle ganz genau Mengenangaben wie immer hier unten in die Videobeschreibung. Also einfach aufklappen, screenshotten und einkaufen gehen. Ganz typisch für die türkische Küche sind hier diese grünen Peperoni und die werde ich jetzt erstmal sehr, sehr fein hacken oder schneiden. Und danach nehme ich mir auch noch eine große Zwiebel, die wird auch fein gehackt und dann geht's weiter. So, jetzt schnappt ihr euch eure Pfanne, das ist eigentlich ein ganz schnelles Rezept, denn jetzt braten wir alles in der Pfanne an. Ich nehme jetzt Olivenöl, viele sagen mit Olivenöl nicht braten oder nicht erhitzen. Das gilt für, ich sag mal, ein schlechtes Olivenöl. Wenn ihr gutes Olivenöl habt, dann ist das kein Problem, das auch mal zu erhitzen. So, und da gebe ich jetzt einmal die Zwiebeln rein, natürlich Peperoni auch mit dazu, haben wir schon schön fein geschnibbelt. Und gleich presse ich da auch noch eine Knoblauchzehe rein. Ich muss sagen, diese Peperoni erinnert mich total an meine Mama. Wir hatten ja das Café und da war so, unser Frühstück war so total beliebt damals. Und wir haben immer Peperoni dazu gegeben, obwohl das eher so ein deutsches Frühstück war. Also wir haben jetzt nicht so auf die türkische Art angeboten, sondern eher richtig deutsch. Und dann haben wir immer so ein belegtes Brötchen mit Käse und darauf gab es dann immer Tomate und Peperoni. Deswegen erinnert mich das richtig an meine Mama. So nach 3-4 Minuten merkt man, dass alles so ein bisschen in sich einfällt und so ein bisschen glasig wird. Und an der Stelle geben wir unser Hackfleisch dazu. Bitte jetzt nicht Tartar oder irgendwas Fettarmes nehmen. Wir brauchen ganz normales Rinderfleisch, Rinderhackfleisch mit Fett dran. Das seht ihr daran, dass es auch so ein bisschen heller ist. Und an der Stelle das Ganze krümelig braten. Und ihr könnt es auch gerne schon würzen. Das mache ich gleich. Ich lasse es jetzt erstmal so ein bisschen anbraten. Und dann würze ich ganz einfach mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Edelsüß und Pulbibär. Pulbibär sind Paprikaflocken, die gibt es in süß und in scharf. Wenn ihr scharf mögt, gebt gerne die scharfen mit dazu. Also ganz, ganz wichtiger Part ist Tomatenmark hinzuzufügen. Das ist so, es gibt Geschmack, es gibt aber auch Optik. Und ihr wartet jetzt am besten noch mal so ein paar Minuten, bis richtig so das Fett austritt. Und wie gesagt, wenn ihr fettarmes Hackfleisch da habt, ungern. Aber dann könnt ihr ein bisschen nachhelfen, indem ihr im Nachgang einfach Butter schmelzen lasst. Denn das bedeutet ja Yarlama. Und das ist so, übersetzt ist es schon was Fettiges, aber nicht so negativ gemeint, sondern einfach sehr lecker. Und Fett ist ja auch Geschmacksträger. Ich gebe jetzt noch ein bisschen heißes Wasser mit dazu. Und dann ist die Masse auch schon fertig und wir können alles schichten. Jetzt nehmen wir uns unser Tortilla-Brot. Also einfach Wraps. Ihr könnt da wirklich nehmen, was ihr möchtet. Ich benutze ja zum Frühstück ganz gerne diese Protein-Tortillas. Also es sind jetzt keine Protein-Tortillas, aber ist halt auch eine coole Idee. So, und jetzt könnt ihr, wenn ihr möchtet, ist aber kein Muss, das Ganze nochmal für 10 Sekunden von beiden Seiten in einer heißen Pfanne erwärmen. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht, denn wir müssen gleich die Enden in das leckere Fett tunken und dann schichten. Eigentlich ist es danach auch schon fertig, aber man serviert es traditionell noch mit Joghurt und das zeige ich euch gleich noch. So, die Enden tunkt ihr am besten, indem ihr das einmal halbiert. Dann nochmal halbiert und dann meinst du schon recht groß, nochmal halbiert und dann einfach hier so reintunken. Ich habe jetzt hier meine Grillpfanne mit den Rillen, das heißt, das Fett setzt sich schön unten in den Rillen ab, dann komme ich da ganz gut dran. So, und dann einmal aufklappen und hier auf eine Servierplatte stellen. Und jetzt, wie gesagt, einfach nur das Fleisch sehr dünn schichten und dann immer so weitermachen, bis ihr oben angekommen seid. Thank you.
jetzt habe ich nur noch Joghurt mit Knoblauch und Salz verrührt und das kommt einfach oben drüber. Und das Ganze ist jetzt schon fertig. Ihr könnt es noch mit Petersilie garnieren, das finde ich immer sehr schick. Noch ein kleiner Tipp von mir, Petersilie wie Blumen auch bewahren. Also einfach in eine Vase oder in so ein Gefäß mit Wasser und dann so reinstecken. Dann halten sie nämlich richtig, richtig lange. Ja, und dann könnt ihr das Ganze auch schon servieren. Richtig lecker. So, bei uns hat der Ramadan noch nicht angefangen, also wir drehen so ein bisschen vor, wir werden auch ein bisschen was während des Ramadan filmen, aber jetzt kann ich für euch noch den Taste-Test machen und wenn ihr mich jetzt fragt, was würdest du dazu servieren, also ich würde das so wie es ist mit einem richtig schönen, großen, gesunden Salat und vorab eine Suppe, zum Beispiel eine türkische Linsensuppe servieren und fertig und dann hat man eigentlich schon sein Menü. So, ich nehme jetzt mal alles mit dem Knoblauchjoghurt zusammen. Er schmeckt schon extrem saftig, muss ich sagen. Und das Gute ist, dass die Tortilla-Brote dann auch, dadurch, dass sie dann so ein bisschen einweichen, so richtig schön, es harmoniert einfach. Sie sind dann nicht trocken, sondern bleiben halt schön weich. Und fürs Timing jetzt nochmal eine kleine Info. Ihr braucht ja fürs Schichten 5-6 Minuten. Das heißt, ihr könnt eigentlich euer Hackfleisch vorbereiten und dann gegen Abend aufwärmen und dann das alles, also einfach nur schichten. Das dauert wirklich 5-6 Minuten und dann seid ihr ready. Und am besten schmeckt es warm. Ich esse es gerade kalt und es schmeckt trotzdem sehr, sehr gut. Nur das nochmal zur Info, auch kalt schmeckt es sehr, sehr lecker. Wir machen dann auch Fotos etc., dann kühlt das alles so ein bisschen ab. Und ich würde sagen, macht es unbedingt nach. Es ist ein einfaches und ein schnelles Rezept. Und abonniert meinen Kanal kostenlos, um auch meine Ramadan-Reihe in diesem Jahr, wir sind schon im 8. Jahr, nicht zu verpassen. Und jetzt könnt ihr noch, weil so wie ich uns kenne, haben wir bestimmt noch so 1-2 Tage offen, jetzt noch eure Vorschläge in die Kommentare reinschreiben. Was muss unbedingt zur diesjährigen Ramadan-Reihe abgefilmt werden? Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.